Ja. Kettbau Pleite. Du und Pleite. Das Schmirm. Doch, ja, man sieht's. Sehr gut. Du und Pleite. Als ob. Als ob. So. Wunderbar. Du und Pleite. Okay, meine Kürbisse sind leider noch nicht da. Sind leider noch nicht ganze 4 Stunden rum, glaube ich. Aber ich kann erstmal das andere Krams hier sammeln. Ich war auch noch nicht im Laden. Also ich weiß noch nicht, was es an Sachen gibt. Ich war jetzt nur dabei, hier die Kürbisse ein bisschen zu machen. Und ja. Und hier fahren wir auch schon ein paar Pünktchen zusammen. Da sind wir auch schon recht fleißig. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel jetzt noch ein paar Stunden tatsächlich laufen lassen. In der Hoffnung, dass dann die Kürbisse hier irgendwann mal wieder aufkommen. Ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich immer 4 Stunden sind. Oh mein Gott. Das Kleid, was wir jetzt haben, gibt es auch in rosa. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich mit dem Kaufen warten, bis die Kürbisse da sind. Hm. Könnt ihr schon mal Wetten abschließen, ob ihr so lange warte. Hallo, Wally. Dann habe ich vorhin schon mal versucht, Erinnerungen ein bisschen zu farben. Also diesen Trick, den es ja mit den Blumen da geben soll. Ich zeige euch einfach mal die 4. Etage. Ich habe ein Problem. Ganz gewaltig. Ich kann nur leider keine Gegenstände mehr ablegen. Doch hier. Geht noch. Das geht auch noch. Ja, also, wie gesagt, wir haben ein kleines Problem. Ich wollte eigentlich nur Erinnerung farmen. Ich glaube, ich habe 3 Stück bekommen. Ja. Gut, ne? Kein Kommentar. So, Paprika. Tomaten. Gurke. Chilis. Möhrchen. Ja, alles erstmal durchgucken. Ich habe auch gar... Ich brauche Truhen, ne? Ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr für irgendwas. Packe ich das erstmal hier mit rein. Ist zwar eigentlich das Falsche, aber egal. Okay, da habe ich immer noch 20. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen was, ja, gesammelt. Heute möchte ich größtenteils die Quest versuchen abzuschließen. Eine ist zwar verbuggt, aber
Oder zumindest war sie verbuggt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht nach dem Neustart wieder funktioniert. Aber mal gucken. Das werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht. Wen nimmt man denn? Kann man jemanden mitnehmen zum Gießen? Nee, ne? Wenn ich nicht. Oder? Weiß es gar nicht. Gut. Also. Ariel, Turmalin, Stoff und lila Springkraut. Apfelsorbet. Mediterraner Salat. Okay. Hinekum, Omelette und Aubergine. Kürbis. Gazpacho. Also ich nehme auf jeden Fall irgendwen davon jetzt gleich mal mit. Weil leveln. Gut, wenn meine Kürbisse fertig sind. Tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Nein. Hallo. Oh, ich habe dich nicht erkannt. Du siehst ja furchtbar aus. Ich mache nur Spaß, meine Liebe. Und jetzt sag mir, was du brauchst. Ich brauche Informationen über den Fluch. Ja. Nun, ich könnte dir vielleicht helfen gegen einen Gefallen. Ohne Rapunzels Magie bin ich nicht mehr so rüstig, wie ich sein sollte. Du würdest eine arme Frau in Not und nicht im Stich lassen, oder? Ja. Nee, würde ich nicht. Und deine Eltern wären so stolz. Bring mir etwas zu essen und ich gebe dir ein paar Informationen. Einfach, oder? Aber nicht irgendein Essen. Neulich habe ich im Dorf jemanden in dem Restaurant gesehen, der ein köstlich aussehendes Gericht aß. Fisch eingerollt in Reis. Eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Du meinst eine Sushi-Rolle? Oh, ich mag das. Ich frag mich, ist das Hummerbrötchen, das mir die kleine Ratte gemacht hat, auch Sushi? Eigentlich hätte ich auch gerne noch so eins. Also, wenn ich mich richtig erinnere, bestand das Hummerbrötchen aus Hummer, Weizen, Zitrone, Butter und Knoblauch. Dann so lieb und bring mir Sushi und ein Hummerbrötchen. Oh, und sieh zu, dass sie frisch sind. Verabscheue alten Fisch. Worauf wartest du noch? Hast du noch ein paar Wünsche? Gut, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Lass uns abhängen. So. Also wir brauchen auf jeden Fall die Steinchen. Ich weiß, die nehmen sie jetzt einfach für alles mit. Weil ich jetzt keinen Bock habe, die explizit zu leveln. Ich weiß, bei den Steinen wäre es... Ich muss die Musik einmal leise machen. Wäre es eigentlich angebracht, den anderen damit zu nehmen, aber egal. Die muss dennoch gelevelt werden, irgendwie. Ich meine, manchmal haben wir ja auch so Glück. Problem ist, dass es diesen Einstein nur hier gibt. Einmal habe ich ihn jetzt. Zweimal brauche ich noch. Dann haben wir die 5 vollständig. Dann können wir nämlich bei Ariel quasi weitermachen. Nein, das ist ein roter. Weil ich möchte auf jeden Fall die Quest runtergearbeitet haben. Ich glaube, weiter schaffen wir es tatsächlich nicht. Mit Dienstag spielen wir ja auch nochmal. Also dekorieren ist erstmal hinten angestellt. Das machen wir tatsächlich ganz zum Schluss erst. Okay. Dann erstmal das hier.
wie viele Steine jetzt warten muss. Also. So, das hier nehme ich mal mit. Also ich level ich sie ja. Schicke Ringe. Nice. Also, hier auch noch. Ja, ich will dieses Gebiet hier auch noch mal ein bisschen umbauen. Aber das dauert, glaube ich, noch, bis wir das machen. Da hinten ist Elsa. Vielleicht können wir was unternehmen. Ja. Nimm mir das Ding mal ab. Hallo. Kann ich mal sehen? Meine Güte, ich kann die Hitze durch die Flasche spüren. Jetzt musst du es nur noch auf die Spitzhacke anwenden. Lass mich nur... versuch mich nicht zu verbrennen. Ah. Okay. Warum ist der Bildschirm gerade grün geworden? Na bitte. Von der Spitzhacke strahlt Wärme ab. Ich glaube, es hat funktioniert. Lass uns versuchen, einfach von dem Eis zu entfernen, das den Eingang blockiert. Dann können wir die Eishöhle erkunden. Okay, Eishöhle betreten. Ja, ich kann Eis zertrümmern. Und ich krieg hier endlich mein anderes Steinchen. Steinchen. Ah, die braucht. Oh, die brauche ich scheinbar auch, okay. So. Dann mal hinein mit uns. Okay. Was für ein Fest. Nicht du. Hallo, mein Freund. Dieser Ort, die Eiskulptur am Eingang, das sind Anna und ich. Alles hier kommt mir so bekannt vor. Das Geräusch, es kommt von der anderen Seite dieser Schlucht. Ich höre es auch. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Früher gab es einen Weg. Eine Eisbrücke. Ich kann ihr Fundament unter unseren Füßen. Ich kann ihr Fundament unter unseren Füßen spüren. Das Wasser erinnert sich daran. Lass mich meine Magie benutzen. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Okay. Gut. Wie sind was mit Mampfen? Das kann ich noch nicht zerstören.
auch noch nicht. Hallo. Das Geräusch kommt von diesem blauen Wappen, das du gefunden hast. Ist es so vertraut? Ich kann mich fast erinnern. Die Wand. Es passt in die Öffnung an der Wand da drüben. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ja. Hast du kurz Zeit zu reden? Hallo, du. Das Geräusch ist jetzt nur noch ein Flüstern. Hier gibt es so viele Geheimnisse zu lüften. Das komische Geräusch, das Puzzle an der Wand, die Sockel, diese seltsame Eistruhe. Irgendwas sagt mir, dass wir mehr von diesem Wappen finden müssen, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, dass wir die Antworten zusammen finden werden. Mhm. Gut, und ich könnte halt ihren Auftrag direkt dann auch wieder annehmen. Aber will ich noch nicht. Ich will erstmal das hier abarbeiten. Und dann langsam die anderen Sachen machen. Wer hat hier einfach einen Felsblock hingestellt? Unglaublich. Unglaublich. Also man kann mir sagen, was man will. Die Kürbisse brauchen länger als 4 Stunden. Viel länger. War noch aber 4 Stunden. Ja, wächst in 4 Stunden. Doch. Seit 20 Minuten müsste ich Kürbisse haben. Ich habe das Spiel hier sogar offen gelassen. Mich auch bewegt und alle. Das ist frustrierend. Sind die Sachen dann? Also, jetzt hab ich's. Gut. In einer Kochstation. Also, Kochstation ist da oben. Ich könnte zwar auch mich porten, aber nee. Gerade mal nicht. Müsste eigentlich auch die ganze Sache mal mitnehmen. Lauge. Christoph ist wo? War klar. Wunderlandplätzchen. Bist du doch mittlerweile können, oder? Wunderlandplätzchen. Kann ich ihn nämlich auch nochmal in der Wüste steigen lassen. Hey. Hier ist deine Bestellung. Oh! Ja!
Und Stufe 7. Ganz einfach. Dann geben wir dir das einmal. Hallo. Die Lauge sieht fantastisch aus. Gute Arbeit. Okay, die nächste Zutat, die wir für Seife brauchen, ist Öl. Ich verwende normalerweise Karottenöl. Sicher, das könnte man machen, aber warum nicht mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen. Maui hat ziemlich tolle Haare. Wir sollten herausfinden, was er dafür benutzt. Ich schätze, dass wir etwas mit Kokosnüssen zu tun haben. Das ergibt Sinn, aber ich kenne mich mit Kokosnüssen nicht aus. Du solltest ihn zur Sicherheit fragen. Was brauchtest du an Essen? Ein Basilikum-Omelett. Wie geht denn ein Basilikum-Omelett? Haben wir das denn schon? Da nicht. Doch, haben wir. Basilikum-Omelett. Hey! Bitte sehr. Oh! Ich weiß, dass sie. Einmal. Brauchten die anderen? Die nichts zu essen, mediterraner Salat. Und Gazpacho. Wie auch immer man so spricht. Die Frage ist jetzt, wie geht ein mediterraner Salat? Das andere habe ich scheinbar auch noch nicht. Ah doch, das andere habe ich. Hallo. Hi. Bitte. Alles fürs Level. So, kann man vielleicht über das Bild erkennen, was man da reinpacken muss? Karpfensalat, mediterraner Salat. Sieht auf jeden Fall nach Zucchini aus. Tomaten, Salat. Können aber auch Gurken sein. Ich versuch's einfach mal. Ich versuch einfach mal Gurke. Salat. Tomate. Ich weiß es jetzt nicht, ob es Aubergine oder ob es was anderes war. Ich packe erstmal die Aubergine mit rein. Nein, es ist ein leckerer Salat. Was machen denn die Katzen da oben? Oder war es vielleicht doch eine Zucchini? Was? Salat. Nein, das ist ein deftiger Salat. Mediterraner Salat. Ich weiß es halt nicht genau, ne? Ich höre meinen Kater mauzen.
Also ich glaube, vielleicht war auch einfach nur die Aubergine falsch. Warte mal. Also Tomaten haben wir definitiv drauf gesehen. Salat für Salat sowieso. Die Frage. Ich meine, es war eine Gurke. Vielleicht eine Lauchzwiebel. Lauchzwiebel und Gewürz. Mal gucken. Nein, es kommt ein leckerer Salat bei raus. Okay. Trotzdem bleibe ich bei der Gurke. Tomate. Salat. Meine normale Zwiebel. Oregano. Okay, wir haben den mediterranen Salat. Es war auf jeden Fall keine Aubergine. So. Ich hasse es. Hallo Neko Dragon, wie geht's dir? Ich hasse diesen Alert immer noch. Das ist aber nur gruselig. Ihr quält mich. So. Jetzt muss ich ja mal gucken. War für Ursula, ne? Apfelsorbet. Fehlt da noch Apfelsorbet? Es tut mir leid. Dann hoffe ich, dass es bald wieder besser geht. Apfelsorbet, Apfelsorbet, Apfelsorbet. Apfelsorbet. Das ist gerade nur geraten, was ich hier tue. Apfel. Vielleicht doch Minze? Minzsorbet. Okay. Ist kein Apfelsorbet. Apfel. Flasche-Eis. Das ist ein Fruchtsorbet. Okay, jetzt wird es seltsam. Ich könnte mir vorstellen, es kommt auf jeden Fall Eis rein. Und Apfel. Spätestens am 1.1.23. Oh. Ich hoffe früher. Ich hoffe, dass es dir früher wieder besser geht. Vielleicht muss... Nee, Vanille? Also auf jeden Fall Apfel. Vielleicht auch nur Apfel und Zuckerrohr. Nein, das sind Karamelläpfel. Apfel. Zuckerrohr. Flasche-Eis. Apfelsorbet. Schön. Kochen mit Gewürzen. Meine Beste vor Weihnachten kommt dann eventuell. Oh. Dann drücke ich mal die Daumen, dass er vorbeikommt. Oh. Okay. Ursula ist gerade da unten. Wie, sie ist jetzt nicht hier drin.
Doch, hier ist sie. Da bist du. Yep, da bin ich. Apfelsorbet. Gut, ich krieg die alte zumindest auf 6. Und mediterraner Salat. Ich muss einen 5-Sterne essen und die Frau abgeben. Okay. Maui ist auf jeden Fall zu Hause. Aber ein paar neue Gerichte habe ich herausgefunden. Das sind noch so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich die da rauskriegen soll. Ich wäre gern weiter. Schmeißt mir mal die Kokosnüsse dahin. Den Fisch kann ich gerade nicht mitnehmen. Achso, hier muss ich immer darüber schalten. Hi. Hi. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Schön, dich zu sehen. Den Wald in den See lassen. Was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da. Es sei denn, ich habe was zu erledigen. Und ich habe eine Menge zu erledigen. Ich möchte Christoph bei der Herstellung von Seife helfen und dachte, du hättest vielleicht eine geheime Zutat, die dein Haar so glänzend macht. Was ist dein Geheimnis? Das würde ich gerne wissen. Aha. Ha, würde das nicht jeder? Nun, nichts wird das Haar von jemandem so toll aussehen lassen wie meins. Aber man kann es annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Kokosnussöl. Voll gerne. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Ich weiß. Sind meine Kürbisse eigentlich mittlerweile da? Nö. Okay. Karotten und Kokosnüsse. Okay. Gut, Karotten kann ich, doch, ich müsste eigentlich alles im Haus haben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Gut. Ich würde ja gern weiter dekorieren, aber... Gut, geht gerade erstmal nicht. Nein. Die vierte bitte. Okay, voll. Gut, ein bisschen Platz habe ich ja noch. Aber es ist halt auch nicht mehr so bombastisch viel. So, das kann ich da reinpacken. Wo waren die Karotten? Okay, warte, die kann ich hier hinpacken. Die waren falsch eingeordnet. Sind auch keine Karotten.
Hier sind Karotten. Wie viele brauche ich? 20. Okay.